Einen wunderschönen guten Tag. Die Videos von gestern, die ich angekündigt habe, die alten Reuploads, die verzögern sich noch ein wenig. Bedankt euch bei diesem Kollegen, der uns inspiriert hat, ein ganz tolles Video zu machen. Macht euch bereit, euch richtig schäbig zu fühlen und Film ab. Auch nicht so gerne. Keine Ahnung, aber ich würde ihm auf jeden Fall 6 Punkte geben. Ja, 6 finde ich ist in Ordnung. Hi meine sweeten Mäuse. Na, ich bin's wieder, eure Katja Rafu. Ich habe mir heute was ganz Besonderes überlegt. Meine Kollegin, die Katja Krasewitze, die hat so ein richtig innovatives neues Format. Sie bewertet Schwänze. Wir haben uns gedacht, das machen wir auch. Wir haben uns, ich und meine Kollegin, ich bin dort, meine Kollegin, Herr Rotes Kett, wir haben uns von unseren minderjährigen Fans Bilder schicken lassen von ihren Muschis und die bewerten wir jetzt. Gucken wir uns doch mal die erste Muschi an. Von Anne, 17. Zeig mir das erste Bild. Oh, das ist eine ganz schöne, finde ich. Das ist wirklich eine ganz schöne. Die ist zwar sehr haarig. Ich finde, das ist genau die richtige Länge. Sobald das ein Dreiviertel von einem Zentimeter ist, geht das noch. Aber wenn man das dann sonst so leckt, hat man es dann zwischen den Zähnen. Ja, das Problem bei der Muschi ist ja auch, die leckt sich manchmal von alleine. Da hat man selbst gar nichts mehr zu tun. Was würdest du geben? Eine 9 von 10. Eine 9 von... Naja, also ich muss sagen... 8 von 10. Die sieht so ein bisschen aus wie so ein Pilz. Ich würde nur eine 7 geben. Ich würde sagen eine 8. Lass eine 8 machen. Na, okay. Wir geben dir eine 8, aber okay. Das ist auch schon sehr gut. Wir sind ja halt ehrlich. Ja. So, gucken wir die nächste an. Oh. Also die ist für meinen Geschmack ist die ein bisschen zu klein. Zu klein? Ich finde, das ist genau... Mir gefällt das auch nicht. Also die muss mindestens so 12 cm groß sein. Ist schon mindestens. Ja, man merkt auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall gelogen, was ihr da gesagt habt mit den neuen Zähnen. Das auf jeden Fall, das stimmt nicht. Nee, das ist von einer Bernadette... 15. Ich gebe da nur eine 7, aber ganz ehrlich, aber das heißt jetzt nicht, dass kein Mann mehr mit dir schlafen will. Ich meine, das ist schon ein Gütesiegel, was wir hier aussprechen. Also wenn wir nur eine 5 geben, kann das schon sein, dass ihr Partner jetzt sagt, hey, die Katja Rafu hat nur eine 5 gegeben, ich lasse das jetzt sein mit dir. Ja, aber da kann man ja noch ein bisschen Botox. Ja, das stimmt. So, jetzt hier haben wir eine ganz schöne Scheide von Vanessa, 12. Ja. Das hat ihr uns auch über Instagram geschickt. Ja, die ist wenigstens nicht so haarig. Ja, die ist schön kahl und die ist auch richtig fest. Das gefällt mir. Das ist eine richtig schöne Scheide. Ja. Was würdest du der geben? Ich würde sagen, ja, 9. Nee, 10. Oh, das ist eine glatte 10. Die sieht auch richtig... Das ist wirklich eine glatte 10. Eine richtig angenehme glatte 10. Vanessa, sehr gut. Da kannst du uns noch mehr von schicken. Oh, hier ist eine richtig große Grotte. Oh, das ist ja... Eine richtig große Grotte kommt jetzt. Wie findest du die? Ich finde, das Foto ist auch gut belichtet. Ja, das ist wirklich... Oh, das ist eigentlich ein ganz... Das ist Polly, finde ich. Das ist von wem ist das? Das ist von der Katrin, 9. Ja, ich würde an der... Die ist an einer Seite so ein bisschen... Das sieht ein bisschen aus wie so ausgefranst. Oh, guck mal. Das gefällt mir gar nicht, dass es so ausgefranst ist. Wenn man da mal ranzoomt, da kann man sehen, da sind schon ganz viele Leute drin. Dann ist das nicht mehr so schön. Siehst du das? Da sind ganz viele Leute drin gewesen schon. Ja, ich sehe das. Ja, dann kriegt die nur eine 3 von mir. Ja, von mir gibt es eine 4. Wir sind ja nur ehrlich. Herr Rotes Kett, bist du noch da? Ja, ich bin hier. Okay. Hörst du mich? Also, ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Bild. Das ist eine richtig schöne Furche. Ja. Von Lisa. Die ist 3. Hör auf! Ich finde das schon so, können wir das nicht machen, ehrlich. Ich fand 9 schon kritisch. Ich finde 12 schon kritisch. Ich finde, genau genommen finde ich eigentlich auch 14 schon kritisch. Oh, das ist doch der Gag dabei, dass die sich von minderjährigen Leuten ihre Schwänze... Und wir machen das viel extremer noch. Das ist doch sind die Schwänze in dem Video minderjährig? Ja, da ist halt ein 17-Jähriger dabei. Und das geht ja darum, die Doppelmoral aufzudecken. Auch. Und zu zeigen, wie toll Katja ist. Wenn wir diesen Dialog jetzt einfach hinten dran schneiden, dann fällt das nicht auf, dass wir das eigentlich gut finden. Ja. Ja, das nächste Bild ist auch das letzte schon, das kommt von Lisa, 3. Das ist aber eine schöne Furche. Ja, das ist eine wirklich schöne Furche. Ja. Das hat die uns über Snapchat geschickt und da würde ich auch eine hohe Zahl sagen. Die gefällt mir, aber ja, doch, das ist an der Seite so ein bisschen, aber... Bisschen schlicht, aber ja, es ist eine kreative Kiste auf jeden Fall. Also waren noch ein paar schöne dabei, oder? Ja, durchaus. War richtig gut. Hat sich gelohnt. Das können wir mal wieder machen. Ja, den einen nehme ich jetzt hier auch als Hintergrund. Hier den. Ja, da hat die Herr Rotes Kett direkt Favoriten gefunden. Ja. Danke auf jeden Fall für die Inspiration an die Katja Krasewitze. Danke für die schönen Fotos. Ja, schickt uns weiter schön ganz viele Sachen.
Und dann können wir die weiter bewerten. Das war eure Katja Rafu. Und sagt mir noch, wo ich mich anfassen soll. Ich gehe dann jetzt in die Badewanne. Und mach einen Screenshot, wenn ich mich auch anfassen soll. Genau. Und soll ich es mit dem Flutschfinger machen oder mit der anderen Sache? Überlegt euch das und schreibt mir das auf Snapchat. Tschüss. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Bild. Das ist von der Lisa. 3 Jahre ist die. Oh, das ist aber eine schöne Furcht. Das bei... Gott, Alter. Soll ich jetzt gar nicht mehr sagen? Nein, das ist okay.